Welcher Jesus ist das, dem wir da gerade zugehört haben? Welcher Jesus ist das? Natürlich, und darauf können wir uns verlassen, es ist der Jesus des Evangeliums, das heißt, es ist Jesus Christus, Gottes Stimme, in dem Gott selber, der Gott Israels, der Schöpfer dieser Welt, ansichtig greifbar geworden ist, dem wir in Jesus zuhören dürfen. Welcher Jesus ist das, der so spricht und der eine solche Geschichte erzählt? Es war einmal. Das ist der Jesus, den wir auch vielleicht ein wenig kennen. Der Jesus, der für die Armen und Entrechteten eintritt. Der Jesus, der so ähnlich wie Amos sprechen kann, den wir in der ersten Lesung hörten. Das Fest der Faulenzer ist jetzt vorbei. Wein in großen Humpen, die gemütlichen Betten und Liegelandschaften, die es schon bei Ikea heute gibt. Damals wie heute, damals noch ohne Ikea. Welcher Jesus ist das? Es ist ein Hardliner, dem wir da zuhören, der ganz klar teilt nach oben und unten, der sagt in seiner Geschichte, die, die jetzt reich sind, kommen am Ende in die Hölle. Und da bleiben sie auch. Und die, die jetzt arm sind, die kommen in den Himmel. Und da bleiben sie auch. Ende. Der Jesus, dem wir da heute eben zugehört haben, ist ein knallharter Dogmatiker, wie es scheint. Der sagt, ich kann euch das genau sagen, wie das passiert. Es gibt Schwarz und Weiß. Das ist derjenige, der einige Kapitel vorher bei Lukas gesagt hat, weh euch, die ihr jetzt reich seid. Ihr werdet heulen. Selig, die ihr jetzt arm seid. Was ist das für ein Jesus? Wenn ich jetzt Ihnen etwas anderes sage als das von eben, dann werden einige denken, ah ja, gut, jetzt macht er die lauwarme Tour und dann wird das am Schluss alles so lange erklärt, bis es dann doch nicht mehr so schlimm ist. Das wäre weder im Sinne Jesu noch in meinem. Aber wir wollen zunächst einen Schritt zurückgehen und Jesus beobachten und in Jesus jemanden entdecken, der ganz allgemein gesprochen, das wissen wir aus den Evangelien, verdammt gut Geschichten erzählen kann. Und der so gut und gebildet ist, das ist ein Zeichen für gut und gebildet zu sein, dass er nicht immer alles selber erfinden muss, sondern Dinge übernimmt. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die gibt es in verschiedenen Varianten zu seiner Zeit. Das weiß man erst, nachdem man einen kleinen Papierschnipsel, Papyrusschnipsel gefunden hat. Auf der einen Seite eine Küchenrechnung aus Ägypten, auf der anderen Seite die ägyptische Variante dieser Geschichte. Stammt aus dem Jahr 40, 43 nach Christus. Sehr bekannt und verbreitet ist diese Geschichte damals. Jesus eignet sie sich an und erzählt sie neu. Wir sehen also hier zunächst einmal als ersten Schritt nicht den Hardliner, sondern einen begnadeten Geschichtenerzähler. Einen, der als Stimme Gottes ein gebildeter Jude ist, der Dinge sehr wohl aufnimmt, nicht nur die Menschen beobachten kann und ihnen ins Herz schaut, sondern auch die entsprechende Geschichte dazu hat. Wir sehen auch einen Jesus, der sich ja an anderen Stellen des Evangeliums durchaus von Reichen einladen lässt. Einen, gerade Lukas betont es, der sich von reichen Frauen manchmal auch aushalten lässt. Johanna, die Frau des Chusas, die Frau eines herodianischen Beamten. Wir lernen darin, dass Jesus offenbar mit dieser Schwarz-Weiß-Geschichte etwas anderes bezweckt. Und wenn wir in die Geschichte hineinhören, werden wir vielleicht noch nachdenklicher. Denn die Geschichte, in dieser Geschichte erzählt Jesus überhaupt nicht, dass der Reiche den Lazarus bemerkt hätte. Es gibt nur die Feststellung, da gibt es einen Reichen, der in Saus und Braus lebt und vor seiner Tür liegt ein Armer und dann sterben beide. Da heißt es nicht, dieser Reiche, der hat immer weggeguckt oder der wollte nicht, dass man dem was gibt und deshalb wird er am Ende so schlimm bestraft. Davon ist keine Rede.
Es ist nur eine Umkehr der Verhältnisse. Was will Jesus erreichen, wenn er uns heute Morgen eine solche Geschichte erzählt? Ich denke, wir können wirklich sagen, nachdem Jesus, wenn er bei einem Reichen zum Festmahl eingeladen ist, das Evangelium berichtet mehrere solcher Gegebenheiten, steht er auch nicht in der Haustür, und bevor er sich zu Tisch legt, wie man das damals machte, sagt er, also ich esse jetzt noch gut, aber ihr müsst es wissen, ihr kommt alle in die Hölle. Das erzählt das Evangelium nicht. Das berichtet es uns nicht. Aber Jesus erzählt diese schockierende Geschichte, in der die Verhältnisse schlichtweg umgedreht werden. Jetzt gut, dann eben am Ende Pech gehabt. Jetzt schlecht, das wird eine super Sache. Man kommt in den Himmel. Er erzählt sie uns, damit wir wach werden. Welcher Jesus spricht hier zu uns? Ich glaube, derjenige, der uns provozieren will. Wer würde von uns schon so direkt angesprochen sich als diesen Superreichen sehen? Ja, wir würden uns vielleicht so im Mittelfeld ansiedeln. So, also reich sind wir jetzt nicht direkt. So. Das mag stimmen. Für unsere Verhältnisse. Wenn Sie das vergleichen mit jemandem in Indien, der gerade seine letzte Kuh retten will, weil der ganze Rest weggeschwommen ist, dann sind wir stinkreich. Dann ist das ein Waisenknabe hier im Evangelium. Es kommt immer auf den Maßstab an. Und genau solches Nachdenken will Jesus erreichen mit dieser schockierenden Geschichte, mit dieser Provokation. Wir sollen uns nicht einfach damit abfinden, ist halt so. Haben wir jemals darüber nachgedacht, wie es kommt, warum gerade ich, warum gerade wir in einem so stinkreichen Land leben und geboren sind? Dass es uns eigentlich relativ gut geht? Dass wir nicht darüber nachdenken müssen, was wir morgen wohl essen? Oder wo wir heute Nacht schlafen? Ist das alles selbstverständlich? Genau solches Nachdenken, eine solche Unsicherheit den bestehenden Verhältnissen gegenüber, liebe Schwestern und Brüder, genau das will Jesus erreichen. Welcher Jesus spricht da zu uns? Es ist der Jesus, der uns nicht in Ruhe lässt. Es ist der Jesus, der uns auf die Füße steigt, damit wir seine Unruhe neu hören. Damit wir mehr danach fragen, was will Gott wirklich? Wir können ja nicht einfach immer sagen, ja, das so, wie die Welt so ist, so hat der liebe Gott sie wahrscheinlich irgendwie gewollt. Ja, das ist eine billige Ausrede. Damit schieben wir Gott die gesamte Verantwortung zu. Für alles Unrecht, das es gibt. Für alle Ausbeutung, die bis auf den heutigen Tag besteht. Für alles das, worunter Menschen klagen, stöhnen und an dem sie kaputt gehen. Das ist zu billig. So dürfen Christen sich nicht verhalten. Sie müssen diese Unruhe Jesu aufnehmen und die Gerechtigkeit zumindest versuchen, in den Blick zu nehmen und Schritte darauf zu tun. Niemand von uns hier oder auch wir alle gemeinsam können die nicht von heute auf morgen herstellen. Aber sich einfach abzufinden, das wäre zu einfach. Welcher Jesus spricht da zu uns? Es spricht dieser Jesus zu uns, dem seine Mutter schon, als sie mit ihm guter Hoffnung war, ein Lied gesungen hat. Ein Lied, in dem es heißt, die Hungernden macht er satt mit seinen Gaben und die Reichen schickt er leer weg. Die hochmütigen Stolzen, die Machthaber und die Magnaten stürzt er vom Thron. Die Niedrigen hebt er hoch hinauf. Ein Lied, das sich die Kirche jeden Abend zu eigen macht, im Abendgebet, im Magnifikat. Ein Lied, das uns genau wie die Geschichte, die Jesus heute erzählt, einfach nicht in Ruhe lassen kann. Ein Lied, eine Geschichte, die uns betrifft und meint.